Achtung, Achtung, am Samstag kommt kein Video, da das heute kommt. Es sei denn, es kommt ein neuer Snapshot raus. Also stellt euch schon mal darauf ein, dass am Samstag kein Video kommt. Vielleicht kommt eins, wenn es einen neuen Snapshot gibt. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und heute gibt's ein neues Snapshot-Video. Und zwar zum Snapshot 18W08A. Und ja, vielleicht erkennt ihr es hier schon. Ja, das ist neu. So, also, und zwar habe ich mir auf dem Handy hier nebenan Screenshots gemacht, was alles neu ist. Also hier Changes in 18W08A. Das Game sollte jetzt nicht mehr crashen, wenn man Multiplayer joint. Die haben den Ozean in 10 neue Biome geteilt. Dazu kommen wir gleich. Sie haben Unterwasser, Höhlen und Schluchten gemacht. Das ist das hier. Und bei / Locate kann man jetzt klicken und dann kommt das automatisch. Also ich kann es mal machen. / Locate und dann vielleicht Igloo. Und dann warten wir ganz kurz. Und dann müsste das auch gleich schon kommen. Das geht länger. Das geht sehr viel länger. Oh, Dias. 1, 2. Okay, nur 2. Ich gebe es nochmal ein. Vielleicht haben wir es dann gleich. Mal langsam. Da. Das nächste Iglu ist hier und ihr seht, es ist grün. Click to teleport und dann wird einfach der Command hier eingegeben. Ihr müsst nur noch Enter drücken. Und dann, was ist eigentlich @S? Alle Entitäten. Ist das neu? Okay, also auf jeden Fall gibt es jetzt dieses Click-Feature beim Locate-Command. Okay. So, dann kommen wir zu den Ozeanbiomen. Wenn ich hier mal F3 drücke, dann sehen wir Deep Cold Ocean, Deep Lukewarm Ocean gibt's hier. In Deep Lukewarm Ocean. Und also, es gibt jetzt 5 Temperaturen. Frozen, Cold, Normal, Lukewarm und Warm. Ob ich jetzt gerade so einen Frozen Ocean finde, weiß ich nicht. Ich kann ja mal hier ein bisschen durchfliegen. Und jeder von diesen hat eine tiefe Ozean, hat eine tiefe Variante. Also hier mal das Lukewarm Ocean. Wenn ich hier zurückfliege, haben wir Deep Lukewarm Ocean. Das hier ist wieder Lukewarm Ocean, Deep Lukewarm Ocean. Ja. Also ich glaube, ich finde hier gerade kein Frozen Ocean. Ich glaube, das gab es sogar schon mal und dann haben sie das wieder weggemacht. Jetzt ist es auf jeden Fall wieder drin, Leute. Gut, die World Generation müsste die gleiche bleiben, steht hier. Aber die alten Chunks, also Chunks, die vorher schon geladen waren, haben normale Ozeane ohne dieses Ozeanzeugsgedöns. Und die brauchen das für etwas, was sehr bald kommt, schreiben sie hier. Gut,
Underwater Caves und Ravines. Das wäre jetzt das hier, das wäre eine Schlucht. Also. Höhlen unter dem Ozean sind 50% mehr feucht. Also hier sehen wir das, ist unter Wasser, das sehen wir an diesen Wasserteilchen. Also alle Höhlen unter Ozean sind jetzt, ja, unter Wasser, geflutet. Dann Schluchten kommen in allen Ozeanen vor und lassen Lava in die Seen herein. Also ihr seht jetzt, das ist nicht geflutet. Das hier sieht geil aus. Okay, ich suche mal gleich noch mal ganz kurz eine Schlucht. Hier haben wir sie. Hier haben wir so eine Schlucht. Da haben wir angefangen. Also hier kann man jetzt reichlich Obsidian finden. Und jetzt ist das erste Mal drin, dass diese Bubble Columns von alleine spawnen. Und wenn ich auch mal in den Game Mode gehe. Dann werde ich auch hier reingesaugt. Zack. Okay, also hier könnt ihr ziemlich viel Obsidian finden. Der Nachteil ist einfach, dass das unter Wasser ist. Ja, das sind eigentlich alle Änderungen. Viele andere neue Sachen gibt es, glaube ich, nicht. Aber jetzt fehlt ja von den Aquatic-Sachen. Fehlen ja jetzt noch die Delfine, die Schiffswracks und Eisberge, glaube ich. Dann haben wir schon zusammen. Ja. Und ich schlage jetzt ein paar Tintenfische. Kann das sein, dass der dann extrem schnell wegschwimmt? Ja, der dreht sich zack weg und weg ist er. Der ist viel schneller, wenn er geschlagen wurde. Okay, naja. Also, ich weiß nicht, ob das vorher schon gab, aber Seegras wächst auch auf so Monuments. Also, wenn wir hier mal reingehen. Wenn wir hier mal irgendwie reingehen. Ja, lassen wir's. Also, hier drauf haben wir ja jetzt auch Seegras. Okay, neuer Snapshot 18W01A. Und dann war es das von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da, falls ihr getan habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!